In einem Nachtclub nahe dem Athletendorf der Schwimm-WM in Südkorea hat es ein tödliches Unglück gegeben. Im Inneren des Nachtclubs stürzte ein Balkon ein. Zwei Menschen kamen ums Leben, mindestens 16 weitere wurden verletzt. Nach ersten Angaben des WM-Organisationskomitees sind unter den Verletzten 7 Athleten. Die meisten Sportler und Sportlerinnen seien nach dem Unglück wieder sicher ins Athletendorf zurückgekehrt. Einer habe aber noch im Krankenhaus bleiben müssen. Der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap zufolge untersucht die Polizei, ob der Balkon eventuell illegal errichtet wurde. Die Ermittler vermuten demnach, dass die Plattform unter der Last zahlreicher Gäste einbrach. Es hätten sich etwa 100 Personen darauf befunden. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben einen Miteigentümer des Clubs fest und lud 3 weitere Mitarbeiter vor.